Hallo bei Bildner TV und zum ersten Video, das sich um die neue Version des klugen Bildbearbeitungsprogramms Lumina 4 dreht. Warum klug? Weil die automatischen Korrekturen, wie zum Beispiel ein ausgetauschter Wolkenhimmel oder auch die automatische Porträtretusche, teilweise so verblüffend funktionieren, dass man wirklich an die Segnungen der künstlichen Intelligenz glauben möchte. Aber auch sonst ist Lumina eine echte und vor allem günstige Alternative zu den bekannten Programmen wie Photoshop oder Lightroom. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich freue mich, dass ihr wieder bei Bildner TV vorbeischaut, eurem YouTube-Kanal zur kreativen Fotografie, aktuellen Kameras, Bildbearbeitung, Office-Themen und dem digitalen Leben. Mit Lumina 4 bekommt man ein leistungsfähiges und vor allem innovatives Programm, mit dem man vor allem RAW-Bilder auf hohem Niveau entwickeln kann. Ebenso kann man aber natürlich auch mit JPEG-Dateien arbeiten, falls ihr nicht auf das RAW-Format setzt. Bilder lassen sich in Katalogen oder Alben verwalten, sortieren, markieren und am Schluss der Bearbeitung natürlich auch exportieren. Man kann Lumina wahlweise als ganz eigenständiges Programm oder auch als Plug-in-Modul einsetzen und Lumina so für spezielle Aufgaben zum Beispiel in den vorhandenen Lightroom-Workflow einbinden. Weil im Laufe der letzten Jahre viele Anwender dem Hersteller Adobe mit Lightroom und Photoshop aufgrund des etwas restriktiven und manchmal auch nervigen Abo-Modells den Rücken gekehrt haben, ist Lumina als Standalone-Programm gerade ziemlich im Aufwind. Immerhin ist es mit im Moment nicht mal 100 Euro für die gebotene Bearbeitungsqualität extrem günstig. Der amerikanische Hersteller Skylum stellte Ende 2016 die erste Lumina-Version vor. Die gab es allerdings zunächst nur für macOS. Ein Jahr später erschien dann auch die Windows-Variante, weil das Programm wirklich so erfolgreich war. Ende 2019 wurde die neue Version 4 präsentiert. Mittlerweile sind wir bei Version 4.2 mit einigen Detailverbesserungen, aber auch expliziten Verbesserungen beim automatischen Korrigieren des Himmels, bei automatischer Porträtretusche. Man kann Lumina 4 für unterschiedliche Aufgaben nutzen. Das Programm lässt sich beispielsweise ganz klassisch wie so ein Fotoeditor einsetzen, mehr oder weniger klassisch wie ein Fotoeditor einsetzen, um einzelne Fotos zu bearbeiten und zu optimieren. Erinnert im Workflow dann schon sehr an Lightroom oder Capture One. Außerdem kann man einen oder mehrere Ordner auf der Festplatte in einen Katalog laden, um Fotos zu verwalten. Und von dort aus dann natürlich hat man dann natürlich auch einen besseren Überblick über den eigenen Fotobestand und auch sehr schnell Zugriff auf die einzelnen Bilder. Lumina erstellt bei der Installation automatisch eine Bibliothek bzw. so einen Katalog. Das ist quasi eine Bilddatenbank, in der die Position der Fotos auf der Festplatte und alle Veränderungen, die man in Lumina vornimmt, an den Bildern vermerkt werden. Also das ist ganz wichtig. Lumina arbeitet nicht destruktiv, verändert also weder den Inhalt einer Datei noch den Speicherort, sondern merkt sich nur, das kennt man auch von Lightroom zum Beispiel, auch Capture One, es verändert also nur virtuell innerhalb des Programms und merkt sich, welche Veränderungsschritte ihr da vorgenommen habt. Bilder können auch in mehreren Alben verteilt werden, wie man das eben auch schon von anderen Programmen kennt, über diese Referenzierung. Dabei habt ihr also die Möglichkeit, mehrere Alben zu erstellen, was dann eben ziemlich nützlich ist, wenn man jetzt zum Beispiel nach unterschiedlichen Themen sortieren möchte. Also ein Bild passt zum Beispiel irgendwo in Lokomotiven, aber dann eben auch unter Modellbau oder keine Ahnung. Also ein Bild kann auch thematisch mehrfach sortiert werden. Also Lumina kopiert dann nicht das Bild irgendwo hin, sondern setzt einfach nur eine Referenz zum jeweiligen Album, aber das Bild bleibt nach wie vor original auf der Festplatte im eigentlichen ursprünglichen Ordner. Was aber für mich das Allerwichtigste ist, Lumina 4 ist ein extrem leistungsfähiger RAW-Konverter, den ihr einsetzen könnt, um Fotos zu entwickeln, die ihr im RAW-Datenformat eben im RAW-Datenformat aufgenommen habt. Die Software unterstützt dabei alle wichtigen Kamerahersteller, Canon, Nikon, Sony, Fuji und so weiter. In der aktuellen Version werden jetzt auch RAW-Bilder unterstützt, die im CR3-Format von Canon aufgenommen wurden. Das ist wichtig, weil das CR3-Format ziemlich neu ist und von praktisch allen aktuellen Canon-Kameras verwendet werden kann. Sobald man mit der RAW-Bearbeitung fertig ist, kann man die Bilder dann in die üblichen Dateiformate wie TIFF oder JPEG normalerweise konvertieren und exportieren, um sie dann eben möglicherweise in einem anderen Programm noch weiter zu bearbeiten oder dann einfach zu veröffentlichen.
Eine ganz besondere Funktionalität von Lumina sind die sogenannten Lumina Lux. Diese Lux sind quasi Verarbeitungsrezepte, die man per Mausklick auf seine Bilder anwenden kann. Also ratzfatz kann man da korrigieren, ohne groß in die Tiefe zu gehen. Dieses Konzept der schnellen Automatikkorrekturen kennt man auch wiederum von Lightroom, Capture One und so weiter. Bei Lightroom heißen diese Rezepte ganz einfach Vorgaben. Bei dem anderen großen Raw-Entwickler Capture One heißen die Stile. Trotz aller Begeisterung, anfangs begeistert man sich sehr für diese Stile, ich spreche da wirklich auch aus Erfahrung, also trotz der Begeisterung, gebt euch nicht der Illusion hin, dass solche Vorgaben quasi mit einem einzigen Mausklick immer zu perfekten Ergebnissen führen. Die Lux oder diese Stile oder die Vorgaben, die sind immer nur, gut in 99,9% der Fälle sind es ein toller Ausgangspunkt, um eine dahinterstehende Idee weiterzuentwickeln. Oder sich einfach Anregungen zu holen, wie könnte jetzt ein Bild aussehen, wenn ich es denn in diese Richtung bearbeite. Das Gute an diesen Looks ist ja, dieser ganze Bearbeitungsweg, der hinter so einem Look steht, der ist im Nachhinein noch veränderbar. Also ihr könnt praktisch einen Look anwenden und sagen, ah, okay, der ist gut, aber die Kontraste gefallen mir hier nicht, da gehe ich da nochmal in die Kontraste rein oder mache die Farben ein bisschen anders. Also das ist das Coole an den Looks, aber so eine One-Click-Aktion zum perfekten Foto ist es dann natürlich nicht. Apropos Anregungen holen. Wir haben zu Lumina ein Buch im Programm, hier steht's, Lumina 4, das euch den Einstieg in die Arbeit mit dem Bildentwickler wirklich praxisnah und bis ins kleinste Detail näher bringt. Schaut in unserem Shop vorbei, unten ist der Link dazu. Dort findet ihr das Buch zu Lumina 4 sowohl natürlich in gedruckter Form als auch als E-Book zum Download. Lumina hat, um nochmal auf die Stile zurückzukommen, eine ganze Menge an Stilen, an Vorgaben dabei, schon von Haus aus, nach der Installation. Man kann die Looks dann eben verändern, wie vorhin schon gesagt, um eigene Settings oder Varianten ergänzen. Und man kann auch weitere Looks von der Website des Herstellers laden und einbinden. Dort gibt's, da gibt's dann natürlich kostenlose, aber eben auch kostenpflichtige Pakete, die dann eben nochmal ein bisschen tiefer gehen. Um die neuen Looks zu installieren, müsst ihr nur den entsprechenden Befehl im Menüdatei aufrufen, ganz simpel. Sind die neuen Looks dann installiert, tauchen sie links unten in der Arbeitsoberfläche auf, wo sich auch bereits die zuvor schon gespeicherten Pakete befinden. In der Bearbeiten-Rubrik ganz rechts am Monitor von Lumina gibt es unter anderem ganz neue Filter, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Ich bin mit dem Begriff immer ein bisschen vorsichtig, aber hier funktioniert es wirklich ziemlich cool. Diese AI-Filter ermöglichen es beispielsweise mit wenigen Mausklicks, eigentlich mit 2-3 Mausklicks, ganz eintönige Himmelsflächen gegen ziemlich beeindruckende Wolkenstrukturen oder einen Nachthimmel oder was auch immer auszutauschen. Ebenso sind Porträtretuschen, also so Hautretuschen per Mausklick möglich. Also das verstehe ich unter Klugheit, wie ich es im Intro genannt habe. Also da sieht man wirklich so eine Art Klugheit dieses Programms, weil es echt verblüffend ist, wie diese automatischen Retuschen wirklich funktionieren und wie zum Beispiel ein kompletter Himmel ausgewählt und ausgetauscht wird. Und man sieht tatsächlich auf den ersten Blick überhaupt keine Kanten oder Übergänge oder irgendwas. Also sieht, diese Ergebnisse sind enorm natürlich wirkend. Und da muss man schon sagen, das haben die Leute bei Skylum gute Arbeit geleistet. In dieser Bearbeiten-Rubrik gibt es nicht nur künstliche Intelligenz, sondern thematisch sortiert auch viele weitere, wie man sie aus anderen Bildbearbeitungsprogrammen kennt, viele weitere Optionen, um beispielsweise Schwarz-Weiß-Bilder zu erstellen, Bildrauschen zu entfernen, die Schärfe zu verbessern, Vignettierung, Objektivkorrekturen, also das volle Programm an Bildkorrekturen, Bildverarbeitung und noch ein paar mehr, die man so jetzt zum Beispiel von Lightroom oder Capture One nicht kennt. Aber eben nicht diese klassischen Bearbeitungsschritte machen Lumina zu was Besonderem, sondern eben die Möglichkeit, über ganz einfache, ein paar Mausklicks Schritt für Schritt auszuprobieren, was man mit einem Bild so anstellen kann. Also der Ansatz ist viel spielerischer und eben auch für Amateure geeignet, meiner Meinung nach. Sobald ihr ein Foto entweder als Einzelbild oder aus einem Katalog heraus zur Bearbeitung ausgewählt habt, erscheinen rechts am Bildschirm dann thematisch sortiert Werkzeuggruppen, die man dann einfach von oben nach unten durchgeht und rumprobiert. Also
Meiner Meinung nach spätestens nach dem 10. Versuch, nach dem 10. Bild oder nach der 10. Retusche, Bearbeitung, versteht man das Prinzip hinter dieser Vorgehensweise und erkennt dann auch relativ schnell, welche Wirkungen die verschiedenen Werkzeuge haben. Also Lumina lädt wirklich wie kein anderes Programm ein, einfach rumzuprobieren, auszuprobieren und spielerisch zu lernen, was Bildbearbeitung eigentlich können sollte. Also man muss jetzt nicht in die Tiefe der Werkzeuge eintauchen und erstmal alles begreifen, was dahinter steckt, sondern einfach rumklicken, ausprobieren und sich ungefähr merken, was man da macht. Und dann sind Ergebnisse auch reproduzierbar. So, das war jetzt mal mein erster persönlicher Überblick über Lumina in der Version 4.2. Seid ihr neugierig geworden und überlegt, ob ihr das Programm ausprobiert? Schaut auf der Skylum Homepage einfach mal nach, also skylum.com. Dort findet ihr eine 30-Tage-Testversion. Schreibt uns am besten mal in die Kommentare, was ihr von dem Programm haltet, ob es eure Erwartungen erfüllt oder auch was euch stört. Wenn ihr Lust habt, noch mehr über Lumina zu erfahren, wir planen noch weitere Videos, wir werden noch mehrere Videos zu Lumina machen, dann sagt uns einfach, was euch am meisten interessiert. Eben weil wir noch eine Reihe an Videos planen, sind wir da noch flexibel, was die Themen angeht. Wir gehen dann gerne auf eure Wünsche ein. Deshalb auch abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr keine Videos zu Lumina, aber auch nicht zu unseren weiteren Themen rund um Digitalfotografie, Bildbearbeitung, Office-Themen und zum digitalen Leben. Ich freue mich, euch hier bei Bildner TV bald wieder zu begrüßen und wünsche euch bis dahin viel Spaß, Kreativität und tolle Motive vor der Kamera. Bleibt gesund. Ciao.